überwältigt, also was ihr für mich hier macht. Nicht mal meine Familie ist heute da und ihr seid hier und das ist wirklich hart. Und dann sitzt dieser Typ da drinnen noch und liegt so rotzefrech. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach gemein, wie ein Mensch. Was auch Männer mit Frauen machen, das ist einfach, das geht doch einfach nicht. Wir leben hier in Deutschland und das ist, deswegen danke ich euch, dass ihr mir so helft, weil ich war nicht aufhören. Ich danke euch, ich will niemandem was Schlimmes. Und ich bin eine Frau, mit der sich halt extrem aussehe. Und dann, so, das war nicht so richtig mir geglaubt wird. Das ist einfach, ich verstehe, wenn ich sage nein, dann heißt es doch nein. Was kann man denn sagen? Wir können auch namens der Anwälte von Frau Lofink nochmal ganz herzlichen Dank an euch sagen. Ja, das hat Frau Lofink aufrechterhalten in den letzten Tagen, die wirklich nicht einfach für sie waren. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich
Zeuge, ein Täter, ins Gesicht schauen muss, der mir das alles angetan hat. Und jetzt gibt es ja noch Zeuge. Nochmal kurz an uns allen. Ich hatte ja vorhin gesagt, Hanno wurde unterbrochen. Das heißt aber, auch wenn Frau Lofink jetzt gerade hier draußen ist, und ich finde es ganz, ganz großartig, dass sie auch zu uns gesprochen hat und hier nochmal ein ganz, ganz starkes Zeichen der Solidarität von uns. Sie ist der Grund, warum wir heute hier sind. Das heißt aber auch, danach geht es wieder zurück in den Gerichtssaal für Sie und die Verhandlung geht wahrscheinlich weiter. Also noch ist unsere Tat nicht getan. Wir können uns leider noch nicht entspannt zurücklehnen und müssen noch ein bisschen weiter hier ausharren und laut sein und uns dafür einsetzen, dass alle Betroffenen sexualisierter Gewalt und Frau Lofink die Gerechtigkeit erfahren. Yeah.